Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge In Sound Mind. Schön, dass ihr am Start seid. Es geht immer noch um die guten Ellen. Wer hätte es gedacht? Und irgendwie ist die Straße geschmolzen. Weiß nicht, ob das einfach Öl ist. Ach Mensch, ich vergesse es aber auch immer wieder, ne? So, wir kommen hier aber nicht hoch. Komm schon. Gib dir Mühe. Mann, du hast doch Hände. Weiß halt nicht, ob wir da rein sollen. Sollen wir wahrscheinlich nicht da rein. Hatten wir es mit so einem Megasprung hier so... Ach ja, okay. Jetzt weiß ich, warum hier überall so viel Lebensmittel rumliegen. Naja, weiter geht's. Wir gehen Richtung Leuchtturm. Was zur Hölle? Was war das bitte? Boah, das klang ja wie, keine Ahnung, irgendein Werwolf aus dem Gebüsch raus. Was war das bitte? Ah, Leuchtturm. Ich glaube, er wird uns treffen. Nein, er hat uns nicht getroffen. Infocenter. Slow. Ach, immer diese Telefone. Er hat das Gefühl nicht los, dass hier irgendwas ist, was uns gleich angreift. As he climbed higher and higher in the sky, do you think Icarus contemplated how weird a person he was? Why can't he just be normal? Do you think his parents pushed him to be a lawyer? To be a doctor? Like your parents did? Also ich werde aus den Telefonaten nicht so ganz schlau. Bei der Virginia war das alles ein bisschen aufschlussreicher. Naja, wir gehen mal ins Infocenter. Vielleicht wären wir dann schlauer. It's blocked from the other side. Na super. Möchte aber gern hier rein. Darf ich nicht? Vielleicht gibt es einen Hintereingang. Da liegt auf jeden Fall was. Ah, Leuchtturm. Boah, das Ding nervt mich jetzt schon. Ich sag's euch. Sollen wir jetzt einfach noch nicht rein oder gibt's hier noch einen anderen Weg? Aber irgendwie sieht das Ding gut gesichert aus. Hey, wir haben's geschafft. Ob das jetzt so Plan des Spiels war, weiß ich nicht. Da gab's noch mal ein bisschen Muni. Aber reinkommen tun wir trotzdem nicht. Wir müssen da rein. Ah, das Dach oben ist frei. Das ist wahrscheinlich irgendwie von da drüben. Oder, warte mal, wir kommen doch hier über den... Oh, ich hoffe, wir kommen jetzt auch wieder raus, ne? Ja. Ah. Ach man, jetzt bin ich aber auch richtig dumm. Jetzt hatte ich Angst vorm Leuchtturm. Komm schon. Rauf mir. Ach, wir haben es doch gerade gehabt. Jetzt sind wir drauf. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder der Leuchtturm. Ah, wir müssen dann nochmal hoch. Da lag noch was. Weitere Rätsel um das Feuer im Leuchtturm. Kolumne von George Avalos. Am Montag letzter Woche fanden wir von der Virgil County Gazette heraus, dass ein ominöser Anruf bei der hiesigen Polizei einging. Der Anrufer gab sich nicht zu erkennen, aber nach unseren Recherchen glauben wir, es könnte sich dabei um Alan Shore aus Milton Haven gehandelt haben. Leuchtturmwärter an der beliebten Bucht von Patmos. Fragen Sie einen beliebigen Einwohner und... Da sind wir jetzt wieder am 13. März. Das Ding kennen wir schon. Ach, da sitzt er wieder. Lies in Ruhe Zeitung. Also er begleitet uns anscheinend nicht nur bei Virginias Tonband. Da ist er wieder weg. Er kommt immer wieder. Ich habe keinen Bock auf den Typen. Ich mag den nicht.
Wir haben hier auf jeden Fall alles eingesammelt. Aber bisher war ja recht friedlich, ne? Wir müssen nochmal hoch. Nein, ich war doch schon drauf. Es ist ein Gefriemel. Jetzt. Naja, hat sich nicht so richtig gelohnt. Aber wir sind wieder voll. Ich würde sagen, wir machen als erstes zum Leuchtturm, oder? Achtung, Felsen. Wir haben hier wieder diese komische Dunkelheitsgeschichte. Something stops me from getting closer. Können wir den... Glühbirne irgendwie benutzen? Nee, ne? Ich muss sie wieder einsetzen. Ich glaube, die ist wirklich für das Hotel gedacht. 48 Schuss, also wir haben auf jeden Fall gut was an Vorrat. Deutet meistens auch nichts Gutes, wenn dir ein Spiel viel Munition gibt. Die sind wirklich irgendwie alle geschmolzen, ne? Also es gab ein Feuer im Leuchtturm, so viel haben wir jetzt rausgefunden. Wir können hier bestimmt dran vorbeiklettern, aber hier gibt es auch noch einen Weg nach oben. Sagen wir, nehmen mal die Abkürzung, ne? Ach, okay, das sind immer die Bäume, die einstürzen. Ich weiß halt wirklich noch nicht, was es mit der Dunkelheit auf sich hat. Da steht er... Ach, Mann. Wieder ein Schuss weniger. Da ist er doch. Bloß mal gucken, Leuchtturm kommt gleich wieder. Also irgendwas ganz Komisches. Es hat im Leuchtturm gebrannt, die Straße hat irgendwie angefangen zu schmelzen. Das sieht auch hier alles danach aus, als wären die alle hier im Teer versunken. Irgendwas hat der Typ auf jeden Fall gemacht mit seinem Leuchtturm. Da bin ich mir sicher. Ach, Raben, ist okay. Wir sind komplett voll. Ja, jetzt sind wir am Leuchtturm. Gefahr, unbefugtes Betreten verboten. Gefährliche chemische und biologische Kampfstoffe wurden in folgenden Bereichen entdeckt. Milton Wharf, Icarus Leuchtturm. Ernsthafte Verletzungen, Krankheiten und sogar Tod können die Folge sein. Machen die schon immer so Geräusche? Bin mir nicht sicher. Gibt's nicht so viel zu gucken? Brauchen wir nicht, alles gut. Ja, jetzt nur die Frage, wie wir hier reinkommen. Ich würde sagen, wir müssen wieder klettern. Von hier auf das, ja. Naja, wir hätten auch einfach hier hochklettern können. Leuchtturm ist gerade weg. Und wir springen mal rein. Hilfe? Hilfe? Verwende Licht, um den Schatten zu bekämpfen. Was zur Hölle? Was sollen wir tun? Boah, shit, ich bin im Licht. Hilft mir das jetzt irgendwie? Ich glaube irgendwie... Naja, doch, irgendwie geht's weg, wenn ich im Licht bin. Vielleicht soll ich auch nochmal Taschenlampe mit anmachen, zusätzlich. Wir lassen es nochmal herkommen. Ich will jetzt erstmal gucken, dass wir sicher sind. So, aber sobald hier Licht kommt... Was ist das? Gut, also sobald Licht kommt, ist alles wieder gut, ne? Das heißt halt nur, dass wir uns echt heftigst beeilen müssen. Okay, alles klar. Was ist das bitte Gruseliges?
Dieser Verrückte hat wahrscheinlich alle Schlüssel zu diesen Türen und seinem Haus eingeschmolzen. Wenn die Hausverwaltung davon hört, musst du dafür deinen Arsch hinhalten. Bringe jemanden dazu, da reinzugehen und rauszuholen, was noch brauchbar ist. Ich werde da keinen Fuß reinsetzen, das wirkt alles total instabil auf mich und stinkt nach verbranntem Menschenfleisch. Ist doch ein geiler Geruch. Was hat er denn? Ich würde mir gern das Vieh nochmal angucken. Kommt die nochmal her? Oder der? The door leading to the courtyard is locked. Worth a try. Ein Versuch ist es wert. No dice. Warum kann man denn mit Glühbirnen keine Türen aufmachen? Also ist das irgendwie anscheinend... Geh doch weg. Also das scheint der gute Alan zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir haben auf jeden Fall wieder einen Gegner, der dauerhaft da ist. Und den wir mit Licht besiegen können. Bei Virginia war es so, wir konnten die mit der Scherbe oder mit Spiegeln besiegen. Also ich würde sagen, der ist das schon. Aber wir kommen hier natürlich nicht rein. Müssen halt echt nur gucken, wo der... Achso, sehen wir den denn mit der Scherbe? War er das? Ich glaube schon. Ich sollte die generell öfter benutzen. Ich vergesse es immer. Hier gibt es anscheinend auch noch überall ein paar Pillen und so. Gut, also wir müssen rennen. Irgendwas leuchtet rot hinter uns. Ich muss ihnen helfen zu sehen. Nee, du musst gar nichts, mein Freund. Ich weiß halt nicht, kommt der direkt an, sobald wir in der Dunkelheit sind, oder muss der uns auch irgendwie entdecken? Da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden, aber irgendwie hat er anscheinend ein Problem mit uns. Wir alle in dem Spiel. Bam! Naja, zumindest ist der erstmal nicht so gruselig. Wird gern hier überall Licht anmachen. Dürfen wir nicht. Ist ja gut, Mensch. Aber wo sollen wir hier durchkommen? Das ist die nächste Frage. Ich habe hier keinen weiteren Eingang gesehen oder so. Wir können jetzt natürlich nochmal rennen. Also hier ging es nicht durch, hier auch nicht, hier auch nicht. Alter, das wird immer echt verdammt knapp, ne? Oder auch nicht. Ah, hier geht's durch, alles klar. Aha, mein Freund. Komm her. Weiß nicht, warum es so dunkel ist. Okay, wir können die Sicherung rausnehmen, packen die hier rein. Kriegen hier drüben Licht. Nein, die Birne ist kaputt gegangen. Ach, wie viel Pech kann man haben. Bitte nicht auch noch kaputt gehen. Komm nicht auf das Ding drauf. Leben brauchen wir nicht. Ist er natürlich gerade in der Ecke. Boah, shit, Entschuldigung. Ich dachte gerade, das Licht ist auch aus. Es sah so fucking dunkel aus. Aber Taschenlampe reicht nicht, ne? Das wäre auch ein bisschen zu einfach, glaube ich. Also wir haben es schon mal hier hingeschafft. Da drüben ist noch ein Licht. In das Haus kommen wir nicht rein, da ist wieder dieses dunkle Zeug. Soll ich denn da hochkommen? Kommt er jetzt gleich? Ja, da ist er doch schon. Hey, mein Kumpel. Ja, ich tu dir weh. Hast du einen kleinen Fetisch oder was? Boah, das ist halt doof. Wir können immer nur ganz kurz gucken gehen. Oh, das sah so aus, als hätte es was gebracht. Könnte natürlich auch einfach Glück gewesen sein, dass ich genau in der Sekunde irgendwie auf ihn draufgehauen habe. So, dann lasst uns mal gucken. Also, das Licht da drüben ist kaputt. Ja. Ist doch gut, mein Freund. In das Haus kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Da drüben ist noch Licht, aber ich habe keine Ahnung, wie wir dort reinkommen. Und dadurch, dass wir halt auch immer nur so ein echt knappes Zeitfenster haben, will ich hier auch nicht so viel rumprobieren. Komm, geh mal weg.
Geh mal an die andere Seite. Wir gucken jetzt mal kurz nach der Tür hier. Auch zu. Ist gut. Also ich glaube, es hat nichts damit zu tun, wo er gerade ist. Er sieht uns einfach immer. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie wir da drüben reinkommen. Doch, ich lauf weg. Hat wieder irgendwas eingerissen. Weiß nicht, wollen wir es mal probieren, dass er uns trifft? Wo ist denn der letzte Safe Point? Oder wir probieren generell mal mit Taschenlampe? Ah, hier ist ein Eingang. Brauchen wir nicht probieren. Jetzt habe ich es gesehen. Geh doch weg. Er hat irgendwas gegen Bäume. Und gegen alles. Solange uns eins davon nicht auf einmal erschlägt, bin ich happy. So, lauf, 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 lauf. Jetzt wird's knapp. Nö, jetzt war Alarm. Okay, Philipp. Danke dir. Jo, guck mal, kommst du nicht her? Maybe later. Wir haben hier noch eine Sicherung, aber wenn ich die rausnehme, sind wir irgendwie ein bisschen am Arsch. Jetzt sind wir im Dunkeln, ne? Ja, kommt da schon wieder, der kleine Aasgeier. Boah. Er macht aber auch immer Welle, ne? Also, wenn wir das Ding hier rausnehmen, ist hier Licht aus. Das heißt, wir müssen direkt vorrennen. Man hat ja auch gar keine Zeit mit der Scherbe, so in Ruhe mal zu gucken, wo könnte denn eine Pille sein. Also nehmt es mir nicht übel, wenn wir vielleicht nicht alle Pillen finden. Wir können ja, glaube ich, auch jederzeit wieder ins Turmband zurück. Ich weiß nicht, ob wir die... Doch, wir können die da drüben einsetzen. Mit dem Licht geht wahrscheinlich auch die Dunkelheit da drüben weg. Kannst du mal irgendwo da hinten hingehen? Ja, bitte lass es funktionieren. Mach doch, mach doch. Boah, Bratan war das knapp, Alter. So. Ja, ach so, wir müssen es hier drüben noch anstellen. Ich bin voll von ausgegangen, dass das Licht direkt angeht. Jetzt müsste da drüben. Ja, jetzt haben wir Licht. Jetzt haben wir Licht. Und die Dunkelheit geht auch weg. Perfekt. Vorne gab es, glaube ich, noch Batterie-Taschenlampe. Geh weg. Find's trotzdem cool, dass auch wenn er voll auf uns hier einprügelt, sage ich mal. Guck mal, wir stehen ja voll drin in seiner Suppe. Dass es uns trotzdem nicht wehtut. Ich will da nicht rein. Der wird uns doch auch dort angreifen, oder? Was denken ihr? Ich bin mir nicht sicher. Mensch, wir können doch auch miteinander reden. Oh Gott. Der kommt hundertprozentig hier rein, oder? Wir kriegen nicht mal die Bänder kaputt. Achso, weil hier Dunkelheit ist. Also ich glaube, wir haben hier erstmal Ruhe. Wirf einen Blick in den Spiegel und schau, wie sehr Ellens Gedanken in Dunkelheit gehüllt sein können. Was denn für ein Spiegel? Ach, geil! Nee, wir brauchen... brauchen Öl. Das ist eine Öllampe. Die würde uns natürlich extremst weiterhelfen. Ist halt nur die Frage... Hä? Komm ich jetzt nicht mal mehr zurück? Habe ich gerade die Orientierung verloren. Wir sind doch gerade von hier gekommen, oder? Die Tür ist zu. Hallo? The lantern is off. Not working. Aber ich habe ja nichts. Da oben baumelt was. Das ist doch bloß ein Kabel, oder? Hilfe, was soll ich tun? Das Gefühl, wir müssen irgendwie da oben drauf kommen.
Also ich komme hier nicht durch. Hier liegen Scherben. Vielleicht... Mach es hell. Illuminated. Ich würde es ja gerne hell machen. Leute. Unnatural darkness here. Ja, habe ich gecheckt. Ah, es ist cool. Okay, ich brauchte Taschenlampe. Welche nehmen wir? Links oder rechts? It's an old oil lantern. Au. So, wir können die gar nicht in die Hand nehmen. Ich dachte, wir können die mitnehmen. Ich war im Turm, als es passierte. Ich habe den Weg der Klippe hinunter zum Bootshaus genommen, oder besser gesagt, ich bin ihn blind hinuntergepurzelt. Da war da noch Öl. Ja. Wir haben jetzt 3 Ölkanister. Also wir können die auf jeden Fall anmachen. The lantern is off. Und die. Aber cool gemacht. Feier ich gerade ein bisschen. Vor allem, dass wir mal wieder Ruhe vor dem Typen haben, weil der bringt echt schon ganz schön Stress rein. Von allen Albträumen, die ich bisher hatte, musste ja hier der Schlimmste sein. Mein Licht ist ausgefallen und es gab einen Unfall. Oh Gott, all das ist meine Schuld. Hallo Leuchtturm, tust du mir hier weh durch die kleine Rille? Nö. Steht nicht so auf Rillen. Wir brauchen hier vorne noch eine Öllampe. Ist hier noch irgendwo eine? Ah, hier. It's out of fuel. Ganz ruhig. Dieses Schiff ist der Tod. Es trägt den Namen des Todes. Ich habe eine der Leuchtpistolen aus dem Bauch der Bestie gefunden. Ich habe keine Angst davor, sie zu benutzen. Der Leuchtpistole ist natürlich Endgegner für den, ne? Komm, rein mit dem Sprit. Alles rein. Die Monster, von denen man mir sagte, ich hätte sie mir nur eingebildet. Was sind jetzt nun aus den Schatten hervorgekommen? Tja, also auch eher so ein bisschen Paranoia, Psychose, irgendwie eine Mischung von beiden, keine Ahnung. Oh, hier darf ich noch nicht durch. Was hat die Lampe dann jetzt gebracht? Ach so. Ah. Jetzt aber. Durch mein Licht wird die Dunkelheit brennen. Ich muss Desmond anrufen, er würde es verstehen. Durch mein Licht wird die Dunkelheit brennen. Hättest du mich mal angerufen, nicht alles abgefackelt. Hier kommen wir noch nicht hin. Ich sehe aber auch keine weitere Öllampe. Was steht dort? Letty? Tja, das wird uns leider immer nicht angezeigt. Irgendwo müssten wir hier noch eine Lampe haben können. Wir haben nämlich auch noch einen Kanister. Hier brennt alles. Oh, wir sind schon bei 24 Minuten. Das war ein bisschen... Es ging jetzt schnell rum, die Zeit. Ich muss sagen, ich feiere das hier gerade sehr mit Dunkelheit, Licht und dem Typen. Bin mal gespannt, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.